Gewaltig! Achso, da ist eh schon der Ausstieg jetzt. Ja, ja, da war noch. Einer, der da noch nie war, tut sich vielleicht schon auch schwer. Weißt du, wenn du jetzt keine alpine Erfahrung hast, bei einem Dreier musst du da rauf schon sicher klettern können. Vor allem, wenn du nichts mit hast, so wie wir. Alter, wir haben keine 4 Stunden gebraucht. Jo Leute, was geht? Wisst ihr, wo ich gerade bin? Göll Ostwand. Da hinten Wetterbankwand. Und habt schon mal ein Video zur Göll Ost im Sommer gesehen? Nein, warum? Weil es noch keins gibt, aber der Umstand wird jetzt geändert. Bin nicht ganz allein, der Flotschi aus Wien. Hallo. Der Schüchterne, sag mal was. Nein. Er traut sich nicht. Der Flo ist auch dabei. Flo und ich, wir gehen an die Göll Ost. Dokumentieren es und dieses Video wird ohne Hintergrundmusik hinterlegt. Pure alpine Leidenschaft, viel Spaß, kommt's mit und bevor ihr es vergisst, gebt dem Video viel Daumen nach oben, supportet den Kanal, abonniert den Kanal und teilt das Video gern weiter. Das war's schon, starten wir in der Göll Ost, viel Spaß, kommt's mit. Heute mal was los beim Parkplatz Ahornkasa. Da gehen wir herauf. Ja, wir sind mittlerweile am Ende vom Jagersteig und jetzt geht es gleich in den wilden Freithof rein. Zustieg Jagersteig habe ich schon einmal ganz gut dokumentiert im Skitourenvideo. Ich verlinke euch das oben und auch unten in der Beschreibung. Ihr seht es, ein Sparmantel ist auch da und vor mir ein Wiener. Die Wiener Führe in die Göll Ostwand. Da vorne ist sie, da wollen wir rauf. Jo, ihr Banditen, jetzt sind wir im wilden Freithof. Insgesamt geht es da 230 Höhenmeter mal bergab. Mittlerweile schon wieder 160 bergauf. Und der Zusteig hat es echt in sich. Bei Nässe vor allem extrem heikel. Und die Wegfindung ist auch so ein Thema, aber wir haben ihn gut hergefunden. Auf jeden Fall so eine Schutterhalde ist das da und da ganz vorne ist der Einstieg in die Rinne von der Göll Ost. Schauen wir mal, wie der Weg im Sommer so ist. Bis jetzt haben wir ja noch keine Beschreibungen irgendwo gesehen im Internet. Das ist mein Stecker vom Lawinenunfall. Den hat es von da oben bis da oben in den wilden Freithof runtergeschwappt. Geil, lecker Arsch. Ja, Flo und ich haben uns jetzt einen Helm aufgesetzt und wir starten jetzt los. Es ist einmal ganz am Anfang ein bisschen auf Reibung zu gehen auf die Platten. Und da geht es jetzt auch nochmal hier Richtung Einstieg der Rinne. Und da hinter mir hat irgendwer einen Schnau getreten. Eine Querung. Bisschen hart, aber geht gut. Ich glaube, probieren wir mal da ist teuer, oder? Da? Ja. Ja.
Ja, weil das nur da rauf und nachher geht es eh schon wieder einfacher dahin. Sehr nice. Gebt dem Flo einmal 5000 Daumen nach oben. Jetzt schon ein bisschen steiler, viel auf Reibung, keine Ahnung, so 2er, 3er Gelände, schätze ich einmal. Da geht's noch rauf. Ich hab so einen Heidenrespekt vor der Wand. Mir geht's gut, ja. Geht's noch gut vom Wetter? Ja. Wenn es nicht schwerer wird wie unten, bei dem Einstieg nachher passt es. Eine wahnsinnige Szenerie da.
So, jetzt sind wir da unten rauf, können wir die ganze rennen. Da ist jetzt das zweite Schneeviertel im Winter querst. Oben links raus. Und das schaut schon aus, wie von Menschenhand gemacht, der Steinhaufen, gell, Flo? Ja, irgendein Wiener wird schon da gewesen sein. Jetzt schauen wir mal. Das war die logische Linie. Da oben raus und dann rechts rauf. Das schaut doch jetzt schaut es doch um einiges einladend aus, oder? Das ist ein Wahnsinn, wenn du aus so einer Wand einmal ein bisschen heraus bist, dann sind die Emotionen gleich wieder viel, viel lockerer. Ist immer falsch, sind im Abklettern. Ja, ans Abklettern habe ich auch gedacht. Und das Schneeviertel, ich meine, mein Backup sind die Snowline Spikes. Aber ohne sonst irgendwas ist das halt auch nicht viel. Ja, ich glaube, mit diesen Online-Spikes hast du auch nicht so Spaß. Nein, ja, aber besser ist ja gar nichts in dem Schneeviertel unten. Ja, es ist schon sehr hart. Ja, jawohl, jetzt wird es deutlich flacher und den schweren Einstieg haben wir jetzt einmal hinter uns. Jetzt ist einmal viel Gehgelände auf. Und die Frage ist, wie es da nachher raufgeht. Ich glaube, wir müssen jetzt drüber links rüberqueren. Ja. Und dann eher links rauf. Ja. Mal noch keinen einzigen Verhauer gemacht. So, jetzt sind wir im Mittelteil. Für die, die es interessiert, da drinnen bin ich gelandet. Da hat der Hubschrauber mich abgeholt. Und von ganz oben vom Felsen bin ich da hergekommen. Auf jeden Fall geht es einmal Kerzen gerade rauf, aktuell Gehgelände. Und dann schauen wir mal, wie du im Sommer da rauf gehst. Vermutlich links durch die Felsen. Nice! Die Göll-Ostwand ist halt auch schön, wenn nichts passiert. Spätestens am Gipfel oben ist was los. Schöne Kletterei da, ja. Boah! Ich glaube nicht, dass du heute noch früh einsteigen. Ich hoffe es. Sonst bin ich jetzt ein Franz der Gemsentöter. Der Göll Gemsentöter Franz. Super. Super macht er das. Gewaltig, sag ich da. Gewaltig. Bist du auch da so direkt auf? He? Als Alm- und Wiesenwanderer wird das auch machen, oder was? Das ist Alm- und Wiesenwanderergelände. Steil und. Das ist steiles Alm- und Wiesenwandern. Genau. Das ist jetzt Alm- und Wiesenwandern bei Franz Althuber. Der Kalk ist schon super zum Klettern, gell?
Ja, es ist halt zum Aufpassen, ne? Weil es ein bisschen brüchig ist da. Aber wenn man sich den richtigen Griff aussucht und dritte, dann passt das schon. Das schaut nämlich zum Aussteigen auch ganz, ganz brauchbar aus. Ja. Weil das schaut bei mir auch ganz brauchbar aus da. Gute Griffe hat es da. Das ist, wenn überhaupt, der Zweier da. Sehr schön. Oh, ausgesetzt ist da schon. Bei mir. Ja. Alles klar in Gibraltar. Das sind nur Quellwolken, die sich aber wahrscheinlich auflösen wieder. Ja, so war es eh gemeldet, aber spülen brauchst du in der Ostwand nicht, weil wir immer die Westwanden haben. Das war der Lerneffekt. Vom Damm und von mir. Aber es ist schon geil, gell? Wenn du denkst, da im Winter mit den Ski runterfahren, das ist schon was Besonderes. Ist nicht vielen vorbehalten. Ja, schon. Hat eh die Eva Wolkner hat vorher so eingeschrieben, der Geost ist zur Modetour geworden. Aber halt auch Modetour unter die Steilwand Skifahrer und möchte gern Steilwand Skifahrer, so wie ich einer bin. Yeah. Ein Puls von 125, das passt auch. Ja, das geht gut. Gut gemacht. Ja, danke Flo. Du gewaltig, sage ich da, gewaltig. Jetzt lasst ihr mal ein paar Daumen nach oben da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Da hinten ein Kuchlerkreuz. Kreis von der Gelostwand. Da eine Berchtesgadener Alpen. Und um zum Gipfel gehen wir jetzt noch und drüben über den Schustersteig und Camino, den ich eh schon da kommentiert habe. Schaut euch den Abstieg beim anderen Video an.
unten verlinkt. Und Resümee zur Tour mache ich drüben am Gipfel. Gell, Flo? So schaut's aus. Schau dir das an, Flo. Ja, scheiße, sieh nichts. Aber jetzt! Gewaltig, sag ich da, gewaltig! Teilen haben die auch noch nichts gehört. Ja, Leute, weil wir da jetzt gerade mal die Vögel ein bisschen gefuttert haben, machen wir da ein Resümee. Hinter uns Gipfelkreuz am Hohen Göll, sieht man das da? Ja, mal schauen. Das hört sich zumindest. Ach, Ruhe, ich mache Resümee für die Leute. Ja, so hätte ich mir das auch vorgestellt. Also, Flo, was muss man können für die Geost im Sommer? 3 Jahre sicher klettern, gell? Ja, voll. Wegfindung, wenn du mal einer gefunden hast im wilden Freithof, ist jetzt nicht so schlimm. Geht mit alpiner Erfahrung ganz gut, aber du darfst da eigentlich ganz an ganz wenigen Stellen nur einen Fehler erlauben. Du bist überall im Absturzgelände. Ein Dreier musst ganz sicher klettern können. Die Felsen sind größtenteils extrem kompakt. Nach oben zu wird es dann ein bisschen brüchiger. Es ist auch so, nach der ersten Wasserrinnenpassage, also auf ungefähr 2900 Meter, ab da wird das Gelände deutlich einfacher. Gell? Da ist nachher vielleicht nur noch zweimal eine Dreierstelle oder so drinnen. Ja, voll. Genau. Und der Rest ist nachher ein Gehgelände, eins, ein zweier Gelände viel und da wird es aber nachher noch ein bisschen brüchiger. An und für sich echt eine richtig lässige Tour. Hauptkriterium definitiv ist eins, der Zustieg über den Jagersteig. Da ist zum Dazusagen, wenn es da nass ist, dann ist das extrem absturzgefährdet. Und dann hast du ein Problem, wenn du ausrutscht. Ich habe den bewusst genauer dokumentiert. Ihr könnt das Skitourenvideo zum Hohen Göll, Göll Ostwand anschauen. Das ist unten verlinkt. Ich stelle auch keinen GPS-Track zur Verfügung. Ich habe alle Informationen zum Jagersteig bereits in einem Video eben gesagt. Recherchiert es im Internet selber. Ich will nicht, dass da wer auf eigene Faust einer geht und wenn man da nicht einer findet, dann hat man da herinnen auch nichts verloren. Das ist meine persönliche Meinung. Und diejenigen, die einer kommen, ich wünsche euch und ich hoffe, dass das Video euch dabei hilft. Ihr habt einen guten Eindruck von der Tour bekommen habt, bewertet das Video, gebt einem Daumen nach oben, Daumen nach unten. Über viel Daumen nach oben freue ich mich natürlich genauso wie über viel neue Kanal-Abonnentinnen und Abonnenten. Das ist der größte Support, den es geben könnt zu uns. Flo, willst du noch irgendwas sagen? Es wurde alles gesagt. Es wurde alles gesagt, ja, außergewaltig halt, gell. Abstieg dokumentieren wir nicht mehr. Salzburger Steig, Salzburger Weg, Schusterroute, schaut euch das andere Video an. Unten verlinkt in der Beschreibung Hoher Göll über Kamin und Schusterroute. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Da auf der Seite geht es zu den nächsten Videos. Bergheil, bleibt's geil. Ciao. Vierteng. Bergheil, bleibt geil.